Hallo, lieber Zwilling. Mal gucken, was der Kaffeesatz diese Woche bietet. Deine Intelligenz, ja, und dein Verstand, also dein Hirn, ja, arbeitet wirklich auf Hochtouren. Also wenn du anderen sagst, was sie zu tun haben, ja, kann es sein, dass sie halt leicht Streit, ja, also leicht Streit anfangen kann. Du neigst eine leichtfertige Äußerung von dir zu geben, ja. Es wäre vielleicht nicht schlecht, lieber Stier, lieber Zwilling, pardon, wenn einige Sachen unausgesprochen bleiben, ja. Ich kenne das selber, ich bin ja zwar Steinbock, ne, ich möchte ja auch zu allem meinen Senf abgeben. Aber ne, die Menschen verstehen auch etwas, wenn man es nicht verbal ausdrückt. Ne? Habe ich auch festgestellt in meinem Leben. Ne? Vor allem als Steinbock. Aber gleichzeitig kannst du dich auch besonders halt erfolgreich für deine Ideen dich einsetzen, ja, und auch ja, kämpfen. Mal gucken, was hier zu lesen ist. Also, deine eigenen Schwäche, ja, liegen dir wie Stolpersteine im Weg. Verschließ, lieber Zwilling, nicht deine Augen, ja. Je besser du deine eigenen Grenzen kennst, desto weniger können andere dir zu nahe treten. Also, wenn es dir gelingt, Schwächen ohne Scham zu zeigen, wirkt sich das auch positiv für dich aus. So. Oh. Kann es so sein, dass du jetzt so überlegst, etwas Ungewohntes auszuprobieren? Also diese Woche könntest du den nötigen Impuls finden. Also deine eingefahrene Bahn, der Gewohnheiten, ja, kannst du verlassen, also aus deiner Komfortzone heraustreten. Ja, vielleicht könnte es dir sogar mit Spaß gelingen, lieber Zwilling. Nutze wirklich das Leben nach deinen persönlichen Vorstellungen zu gestalten, ja, dein eigenes Leben, ja. Denn du hast ja auch nur ein Leben. Das war's dann, lieber Zwilling, bis zum nächsten Mal.